Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal gibt es einen dreitägigen Camping-Ausflug mit natürlich ganz vielen Biketouren. Kommt einfach mit und schaut euch an, was wir so erlebt haben. Jetzt sind sie schon in ihrem Zuhause. Das Auto täuscht, also der ist da recht eng, aber da drinnen ist er super hoch. Ich habe das nicht gemeint und ich bin jetzt ausgestreckt, ich bin echt ein langer Lulatsch, gell? Und ich gehe jetzt genau mein Bett, also über 2 Meter Ladefläche. Ich war vorne einer. Ja, also unser Low-Budget-Camper ist echt gut eingeschlagen bis jetzt. Wir improvisieren gerade, um euch eine Aufnahme von unserem Essen zu geben. Wir haben jetzt noch gekocht, Nüdelchen mit Sugo, sagt der Martin, bei der Wiki mit Gewürzen. Aber auf jeden Fall saugeil. Unsere echt cool. Erste Campingnacht. Ich bin jetzt kein Armleuchter leider, oder bin ich doch einer, ich weiß nicht. In der Früh gab es natürlich erstmal geschäftiges Treiben, bis wir alles zusammengepackt hatten und währenddessen irgendwie das Frühstück vorbereitet. Denn es ist ja alles noch nicht so routinemäßig, wie wenn man zu Hause ist. Jetzt geht es auch endlich bergauf bei uns. In der Früh war es doch noch ungewohnt, aber wird sich dann schon einschleifen. Super. Und wir sind schon Richtung Leuter schon weg. Wir gehen heute ein bisschen beten. Ja, und wir fahren so auf, oder? Und da ist ganz cool da oben. So lange wie die Straße jetzt ist, war es jetzt eigentlich hier. Ich bin früher mit dem Motorrad gefahren, ein paar Mal drauf. Ja, die Kunst eigentlich bleiben straßentechnisch, oder? Ja. Ja, fahrt schon im Süden. Temperaturen auch langsam. Und langsam mag auch Wasser, kennen wir eh langsam aus. Ja. Jetzt schaust gleich nochmal Kante aus. Jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt. Hohe Munde. Vorher konnte ich es mir gut merken. Da habe ich immer an Rosa Munde gedacht. Da gibt es ja auch das Volkslied. Also Hohe Munde. Rosa Munde. Di, 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 di. Denn 2 Stunden Rosa Munde. Cause I can only give you my heart.
Und die Wiese ist auch sehr schön. Jetzt schier senkrecht. Scheiße. Ja. Jetzt wieder die hohe Munde im Hintergrund. Und da geht es dann weiter für uns. Während der Auffahrt war es unglaublich schwül und heiß. Deswegen haben wir uns im Bach, den wir ein paar Mal gekreuzt haben, immer mal wieder ein bisschen abgekühlt. So, bevor wir wieder gefragt werden, jetzt nochmal die Ansicht davon. Das ist ein Hookerbike. Da kann man das Radl so reinhängen. Ich zeige euch gleich noch, wie die Aufhängung aussieht. Und zwar hat man da am Rahmen das Klettband dran mit diesem Zuzel. Und dann heißt es üben. Dann ist im geht hinten am Rucksack. Das kann man auch überall dran machen. Genau. Diese Platte. Dann nimmt man das ran. Und muss den Metallzuz eben da genau einfädeln. Das ist nur Übungssache. Dann ist das eigentlich ganz locker Druck da drinnen. Und dann kannst du waschen. Ja. Tschüss. Gehen wir, oder? Ja, jawohl, warte. Gehen. Ich warte hinten noch. Den Finger. Und dann braucht man es eben nicht mehr halten, das Radl. Ja, aber cool, dann nehmen Sie sogar was essen. Ja, wer will denn beim Radltragen bergauf essen? Das kann nur die Vicky gewesen sein, die solche Ideen hat. Also, ihr habt es gehört, ihr könnt dann bergauf beim Radltragen essen. Mahlzeit. Absolut. Wo in der Kirche mein Kasten dabei. Da oben ist unser Köpfchen, wo wir unser Ziel haben. Der Wind pfeift zwar höllisch, aber im Liegen geht es einigermaßen, da ist es gar nicht so frisch. Und dementsprechend gibt es jetzt gerade noch eine kleine Pause, bevor es dann auf den Trail geht. So, da haben wir echt ein cooles Panorama auf bobbekannte Bikeberge. Die Reiterspitze ist da, Seile, Serles, Kessel, Spitz. Hinten sieht man sogar einen Wolf und da ein wenig durchschimmern. Da vor das Kirteiche, habe ich jetzt nicht unbedingt ein Bikeberg. So, jetzt darf ich nicht zu viel nockeln, hat die Petra gesagt, aber ich bringe es nicht ganz zusammen. Jetzt schalten wir wieder auf einfach um. Oh, da unten. Leutasch. Hoch im Munde. Und hinten geht es dann schon raus. Dann drachen sie und sehen sie mir mit den Ketten echt schön. In die Mützen. Steht sie auch da? Ah, Vicky. Petra. Ah, die kennen sie auch, die zwei Gipfel. Und da hinten schaut ein bisschen ganz klar schaut aus. Schirrgand und Simmering, Schulerreißen. Echt voll schön, ja. Wetter war zwar irgendwie besser angesagt, gell? Auf der Nacht, oder? Mhm. Aber jetzt tut es eh zum Glück. Solange nicht der Winter rumgeht wie gestern, da bin ich mir ficken, wir werden gefrühst rufen am Mai, komme ich echt damit leben. Ja. So, jetzt gehen wir was essen. Ja. Thank you.
Take a leap, now I'll never dream. I'm
Oh,
Jetzt machen wir noch eine Pause beim Gumpen, um uns ein bisschen zu waschen und abzukühlen. Denn mittlerweile ist es doch ganz schön warm geworden. Wir sind gerade wieder am Auto zurück. Wie du siehst, ich habe das Seitenfenster ein bisschen offen gelassen. Und der Rettung hat die ganzen Autos hinter sich gestaut. Und da hinten oben auf dem Berg noch drüber waren wir halt. Und das ist einfach so ein Parkplatz am Rande. Und jetzt geht es dann mit dem Auto weiter. Wenn der Supermarkt offen hat, noch schnell Aperol kaufen. Und dann zum nächsten Stellplatz. Der wird wahrscheinlich auch göttlich.